Wir befinden uns hier im World Conference Center in Bonn. Hier finden seit einer Woche die Verhandlungen zum Klimagipfel COP23 in Bonn statt. Hier im WCCB finden die Hauptverhandlungen statt, die in die 6 Sprachen der Vereinten Nationen übersetzt werden. Zu meiner Linken sind einige Konferenzsäle, in denen Verhandlungen stattfinden, und geradeaus vorne ist der Hauptsaal, in dem ebenfalls verhandelt wird. Bis zu 25.000 Besucher werden hier in Bonn erwartet in diesen 2 Wochen. Und die ganze Konferenz teilt sich in verschiedene Zonen auf. Wir sind hier in der Bula-Zone. Fiji ist Gastgeberland dieser Konferenz, wie wir hier hinter uns eindrucksvoll an diesem Kunstwerk sehen. Die Konferenz findet dennoch in Bonn statt, weil hier einfach die Ressourcen vorhanden sind, so eine Konferenz abzuhalten. Wir sehen hier vorne mehrere Kameras. Von dort aus werden gerne die Pressekonferenzen oder Statements gefilmt. Also es ist ein Solar-Shuttle-Bus mit 15 Paneelen, a 350 Watt. Der lädt innerhalb von einer Stunde 4,2 Kilowatt auf und das reicht für eine Reichweite von 10 Kilometern, die wir zusätzlich haben dann pro Stunde Fahrzeit. Also ich habe eine Reichweite mit den Batterien von 100 Kilometern, zusätzlich dann die Solarpaneele auf dem Dach, die pro Stunde nochmal 10 Kilometer ermöglichen. Das sind dann bei 8 Stunden 180 Kilometer und das ist eine Strecke, die schafft man auch im normalen Leben täglich ganz schwer. Hund. Mein kleiner Hund ist der Eisbrecher. Die Leute freuen sich dermaßen, den zu sehen. Und man kommt wirklich mit allen möglichen Menschen in Kontakt, die sonst eigentlich nur vorbeilaufen würden. Ja, wie soll man sagen? Die Leute freuen sich halt einfach. Er schenkt den Leuten Freunde, bringt denen Lächeln ins Gesicht und dadurch hat man ja das Eis schon gebrochen. So, und dann ist es auch nicht weit zum persönlichen Gespräch und man hat einen gemeinsamen Nenner. So, wir sind jetzt hier in der Pavillon-Area, hier auf der COP23 in Bonn. Hier stellen 39 verschiedene Aussteller aus. Die USA sind hier nicht dabei, dafür verschiedene andere Länder, wie hier zu unserer rechten Gastgeber Fiji. Und hier auf der linken Seite sehen wir Indonesien und bewegen uns jetzt langsam auf den deutschen Pavillon zu. Hier war heute am Freitag schon Al Gore als Stargast zu Besuch. Und ja, jetzt sind wir hier am Stand und ich bin jetzt hier bei der Standmanagerin Frau Niederdrenk. Hallo erstmal und Sie zeigen uns jetzt erstmal so ein bisschen, was es hier auf dem Stand zu sehen gibt. Was ist denn die Idee oder welche Idee steckt hier hinter Ihrem Stand? Na, letztendlich wollen wir mit dem Stand eine kommunikative Plattform schaffen. Hier sollen sich Leute treffen, miteinander ins Gespräch kommen, diskutieren, reden und letztendlich ja, zusammen Klimaschutzlösungen erarbeiten. Welche Highlights gibt es hier auf Ihrem Stand zu sehen? Ein Highlight, darunter stehen wir gerade, ist die überdimensionale Weltkugel, auf der wir Filme zeigen und Bilder unserer Erde. Und ein weiteres Highlight sind die Veranstaltungsräumlichkeiten. Da haben wir einmal das Amphitheater und auf der anderen Seite den Side-Event-Raum, in dem rund um die Uhr Veranstaltungen stattfinden, die auch sehr, sehr gut angenommen werden. Jetzt haben Sie eins noch nicht erwähnt und das ist der hervorragende Kaffee, den es dort drüben kostenlos gibt. Was hat es damit auf sich? Der Kaffee ist aus einem Projekt, aus einem Klimaschutzprojekt aus Costa Rica und steht hier eben den Leuten zur Verfügung, die miteinander im Gespräch sind. Toll. Ich danke Ihnen für die kleine Führung und wir bewegen uns jetzt noch ein bisschen weiter über das Gelände. Einen schönen Tag noch. Wir befinden uns jetzt hier im Medical Center bei der COP23, dem Klimagipfel in Bonn. Sind hier in der Bonn-Zone und hier werden die medizinischen Notfälle versorgt. Neben mir steht Stefan Müller, der hier heute Einsatzleiter ist. Herr Müller, was passiert denn hier? Ja, wir betreiben hier ein Medical Center. Das ist im Grunde eine kleine Hausarztpraxis mit einem Arzt, mit mehreren Sanitätshelfern. Wir haben Sanitätstrupps, die draußen auf der Fläche unterwegs sind. Und wir behandeln hier jeden, der reinkommt, der Beschwerden hat, auch mal einen Schnupfen. Und helfen den Leuten einfach weiter. Und bei schweren Notfällen holen wir uns den Regelrettungsdienst hinzu, die Leute dann auch im Krankenwagen, Rettungswagen abtransportiert zum Beispiel.